I foresee destruction. I foresee destruction, sagt dieser Lothar Eiterherz-General. Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zur nächsten Krokgar-Echsenmenschen-Kampagne. Und es läuft gerade gut. Sehr gut. Ich vermute, im nächsten Zug wird das Ritual abgeschlossen. Die Hochelfen, die es probiert haben, haben völlig versagt. Alle ihre Ritualstätten sind verloren. Die Dunkelelfen scheinen ein bisschen besser zu sein. Aber gut, uns aufhalten können sie trotzdem nicht. Und während das Chaos hier ein paar Ärger gemacht hat, werden die Hochelfen an dieser Seite überrannt. Was ich ziemlich gut finde. Hier ist so ein Schatz, den hole ich mir ganz mal kurz. Wir machen besser im Kampf. Schweres Eisen. Das ist echt gut. Damit können wir wahrscheinlich in Kürze weiter... Oh. Eine ganze Menge Schwertmeister von Horth, die da durch die Gegend laufen. Aber was sollen sie machen, wenn jeder unserer Truppen 23 rüstungsdurchdringenden Schaden macht? Selbst wahrscheinlich jetzt... 8. Na, okay. Scheinbar ist das noch nicht aktiv. Keine Ahnung, was ich da gerade eingesammelt habe. Egal. Sieht gut aus. Hier im Süden lasse ich erstmal alles so seinen Lauf gehen. Juatek wurde letztens von den Skaven überrannt, was ganz schön doof war, aber es gehört wieder uns. Wir haben hier eine sehr starke Armee unter der Führung von Oken Alak mit einem extrem starken Zauberer. Wir haben hier auf dieser Seite endlich die Zwerge vollständig zurückgeschlagen und haben damit eine Armee wieder frei, mit der wir machen können, was wir wollen. Auf der anderen Seite sind noch ein paar Zwerge übrig, ein paar letzte Zwerge, die sie noch Widerstand leisten. Und hier ist Krokgar mit seiner sehr, sehr starken und elitären Armee, die wir vermutlich verwenden werden, um die finale Schlacht zu schlagen. Und Varadidan, der läuft halt einfach ein bisschen durch die Gegend. Boah, Nagaron ist ganz schön stark. Eigentlich würde ich schon noch gerne eine Interventionsstreitmacht losschicken. Aber wir haben es nicht nötig. Hier bauen wir uns noch ein bisschen aus. Hier wird eine Mauer gebaut. Okay, eigentlich gibt es jetzt nichts mehr zu tun. Außer diesen Erlass zu verteilen. So. Und die verlorenen Hochebenen können wir noch ausbauen, um mehr Geld zu verdienen. Aber wir sind jetzt eigentlich durch. Das machen wir dann erst im nächsten Zug, mal sehen, was passiert. Ich muss sagen, ich bin aufgeregt. Bin aufgeregt. Weiter geht's. In den vielleicht entscheidenden Zug. Ich hätte vielleicht in den vorigen 150 Zügen besser aufpassen sollen, um zu sehen, ob das Ritual im Zug 0 abgeschlossen wird oder im Zug nach 0. Ihr wisst es sicherlich. Ihr könnt auch in den Videos nachgucken. Kann ich prinzipiell auch, aber habe ich jetzt nicht gemacht. Neben uns als den Echsenmenschen sind allerdings momentan eindeutig die Dunkelelfen die stärkste Fraktion im Spiel. Zusammen mit dem Kult der Sinnesfreuden. Der ist sogar noch ein bisschen stärker. Wenn allerdings ihre drei Streitmächte hier um Walls Amos vernichtet werden, wird das sich wahrscheinlich schon ein kleines bisschen verändern. Aber gegen die kämpfen wir jetzt nicht. Und die Echsenmenschen laufen so ein bisschen blau. Da sind die Zwerge von Sotex Rücken,
die möglicherweise nicht lore-konform, nicht Kanon sind. Oh, was macht ihr denn da? Ihr erobert euch langsam ein paar Siedlungen zurück. Ihr benutzt die Gelegenheit, dass das Chaos euren Verbündeten vernichtet hat, aus, um seine Städte zu erobern. Ja? Warum nicht? Das gleiche werden wir auch machen. Stimmt ja, das Chaos ist ja nicht mit mir im Krieg. Ah, deswegen haben sie wahrscheinlich auch nicht die anderen Hochelfen angegriffen. Sie haben nur die ritualdurchführenden Hochelfen angegriffen. Und jetzt wollen sie wahrscheinlich nach Nordosten. Um den Rest zu vernichten. Hm. Wenn man das richtig anstellt, kann man sich mit einer Armee hinter so eine Chaos-Interventionsstreitmacht platzieren. Und einfach alles einnehmen, was das Chaos zerstört hat. Hm. Oh, was mir gerade eingefallen ist, diese Hochelfen haben ja gerade im Südwesten eine Stadt eingenommen. Und das bedeutet, ihre Streitmacht müsste sehr, sehr leer sein. Die brauchen mindestens 4 oder 5... Oh, okay. Oh, meine Güte, es geht so weit. Ipsissimus Achievement unlocked. The Great Warding is restored. Energy flows unhindered through the geomantic web. But the vortex remains in peril. The horned god of the rat spawn threatens to pierce the mortal veil. Forces gather on the Isle of the Dead, where the greatest battle of our age will be fought. Die größte Schlacht unseres Zeitalters. Die verräterischen grauen Propheten der Skaven versammeln sich im Auge des Mahlstroms, mein Kommandant. Sie dürfen die gehörnte Ratte nicht beschwören. Sie wollen die gehörnte Ratte beschwören. Sichert euch die Kontrolle über den Mahlstrom. Meine Güte, es war alles ein Trick der Skaven. Und sie sitzen hier, um alle Energien zu absorbieren. Der finale Kampf gewinnt die folgende Schlacht. Die große Barriere ist gestärkt und die geomantische Energien fließen einmal mehr. Unsere Feinde spüren die Gefahr, die ihren Plänen drohen und versuchen euch aufzuhalten. Doch ihr müsst eure Aufmerksamkeit der Rattenbrut widmen, die die Insel der Toten im Zentrum Ulfuans schänden. Unter dem Druck des Rates der 13 kämpft der Clan der grauen Propheten um die Herrschaft über den Mahlstrom. Sie planen die von den bislang durchgeführten Ritualen erbeutete Macht dazu zu verwenden, den Mahlstrom in ein Portal zu verwandeln und ihren gehörnten Gott aus dem Reich des Verfalls herbeizurufen. Die Rattenbrut muss vernichtet werden und der Mahlstrom wiederhergestellt werden. Dies ist der Wille der Alten. Bereitet euch auf den ultimativen Kampf vor. Diese gegnerischen Streitkräfte sind allerdings nicht unbedingt ultimativ. Das macht aber nichts. So. Dann wird es Zeit, den finalen Kampf zu beginnen. Moment. Kann ich nicht ihn irgendwie wegteleportieren? So, wenn ich jetzt hier rausgehe, müsste es eigentlich gehen. Oder? Ja. Okay. Leute, unsere Armee ist stark. Hochgepanzert. Mit haufenweise Boni ausgestattet. Viel besser kann es nicht werden. Auf geht's. In den finalen Kampf. Wow. Was ist das denn da?
Wir haben die wirbelnde Bereicherung. Erzeugt heilende Salbe von der Quelle. Explosion wirkt nicht auf verbündete Truppen. Große Explosion. Und noch eine Explosion. Große Explosion. Okay, das ist aber Regeneration. Das ist eine Explosion. Okay. Aber ich hoffe, es ist so ein Kampf gegen drei. Jeder gegen jeden müsste das eigentlich sein. Ansonsten haben wir keine Chance. Okay. Ja, dann mal los. Wir sind ziemlich elitär. Hier kommt Malekith mit Level 40 an. Und Tyrion. Auch mit Level 40. Ein super Zauberer. Hydra. Aber es ist keine Elite-Armee. Das ist schon mal gut. Das heißt, die haben eigentlich keine Chance gegen meine Echsenmenschen. Aber wenn sich alle gegen mich vereinen, dann sind wir trotzdem im Eimer. Und angeblich sind das Verbündete. Die Rattenbrut muss vertrieben werden. Bereitet euch auf den ultimativen Kampf vor. Ich meine, das ist gar nichts. Diese Skaven-Armee. Ja, aber ehrlich gesagt, mit einer einzigen Armee, egal wie stark die ist. Oh, okay. Okay, ich halte die Klappe. Die Rattenbrut hat den Weltteich überquert. Und nun überquert ihr dämonischer Vater die kosmische Barriere. Ich habe in Xotl versagt, doch hier werde ich siegen. Wo war Xotl, wisst ihr das? Saurus, zu mir. Wir werden die Welt ein für alle Mal von der Rattenbrut befreien. Ich befürchte allerdings, die Rattenbrut ist auch noch an anderen Orten. Besiegt die Verteidiger des Clans des grauen Propheten. Ich meine, das hier ist gar nichts. Aber wo kommt der Rest her? Schön sieht die Karte allerdings aus. Na, ein paar Riesenschwerter, die hier in der Ecke stecken. Oh meine Güte, da ist die gehörnte Ratte. Da ist die gehörnte Ratte. Dark Omen im Schatten der gehörnten Ratte. Okay, was ist der Plan? Wir brechen vor. Einmal hier durch, einmal dadurch. Die Einheiten, die zuerst vorgehen, sind die, die nicht ganz so elitär sind. Das ist immer das Beste. Saurus mit Speer führen den Angriff. Die stellen sich schon mal hier auf. Schattenläufe mit Schleudern machen schon ein bisschen Ärger aus der Vorhut. Dann kommen hier ein paar Truppen hinter, dahinter. Hier, hier. Hier, hier. Ihr seid Gruppe 2, ihr seid Gruppe 1. Dann kommen ein paar Speerträger in den Rücken, falls sich irgendwas von hinten auf uns zubewegt. Der kann hier hin und schon mal anfangen zu schießen. Hier unterstützen wir rechts. Hier unsere Kroxigore. So, hier haben wir noch ein paar mehr gesegnete Sauruskrieger. Gut, packen wir die auch hier rein. So, nicht viel so wissenschaftlich wird das Ganze jetzt nicht. Krokgar möchte ich aber, mit denen möchte ich von rechts kommen lassen. Und unser Zauberer, der darf irgendwie auch hier von links ran. So, die sind Gruppe 5. Diesen Gruppe 1. Diesen Gruppe 2. Diesen von mir aus Gruppe 4. Machen wir erstmal in den Plänkel-Modus, genau wie die. Ja. Und dann hoffen wir mal das Beste. Los geht's. Die Skaven haben ihre Beschwörung beinahe vollendet, mein Herr.
Es gibt noch eine letzte Chance, sie im Kampf zu bezwingen und ihren Plan zu durchkreuzen. Es gibt noch eine letzte Chance. Lauft! Hier wäre ein Kettenblitz ziemlich gut. Sollten wir so schnell wie möglich ausführen. Oh, da kommt die Artillerie und wie sie nervt. Los, Kettenblitz! Eigentlich ist der Windstoß hier noch viel besser. Viel besser. Das hört sich nicht schön an, was er da sagt. Okay, jetzt im Kettenblitz. Komm. Okay, das läuft schon mal gut. Wir sollten nicht unbedingt gegen die Hellebardiere kämpfen. Das wäre keine optimale Situation. Aber hier können wir einen schönen Wind reinhauen, wenn es geht. Hier greifen wir hier weiter an. Und ihr lauft. Was macht die gehörnte Ratte? Sie bewegt sich nicht. Das wäre noch schöner. Euer Feind zieht sich zurück, Mächtiger. Die Macht des Mahlstroms liegt in euren Händen. Nutzt sie mit Bedacht. Denn andere nähern sich, die den Mahlstrom zu kontrollieren suchen. Andere nähern sich. Die Dunkelelfen rücken näher, mein Herr. Der prahlerische Hexenkönig darf die Macht des Mahlstroms nicht an sich reißen. Stellt eure Verteidigungen auf. Okay, ich verstehe schon, wie das Ganze läuft. Jetzt kommen die Echsenmenschen. Blödsinn, jetzt kommen die blöden Viecher. Das kann ich alle 30 Sekunden machen. Und unsere Arme. Die Gegner kommt jetzt. Das kann ich überall machen. Wie lange dauert das? Schauen wir mal. Ach du Schande. Ist ja der Wahnsinn. Besiegt die Dunkelelfen. Naja gut, die sind... Die greifen an. Dann stellen wir uns mal ganz locker auf. Locker flockig. So. So, zweite Linie hierher, der kommt mal raus aus der Gruppe, dann stellen wir hier hin, den dahin und der kommt hier hin. Boah, das kann ich nochmal benutzen. Eins, zwei. Oh nein, das war die Heilung. Ups. Das hört sich schon gut an. Wie die schreien. Oh, es kann sein, dass unsere Gegner auch irgendwie von der Seite kommen, nicht wahr? Besser, wir stellen was hier drüben hin. So, das ist die Explosion. Ja, das ist schon ordentlicher. Erzeugt heilende Salbe. Probieren wir das mal aus. Oh ja. Wow, das heilt echt gut. Was macht der denn da? Was machen die denn da? Boah, ist die KI mal wieder so richtig dämlich. Das war, so viel zum epischen Endkampf. So viel zum epischen Endkampf.
Boah, die kommen nicht mal annähernd dran, bevor sie völlig auseinandergenommen werden. Arme Viecher. Und uns können wir einfach heilen. Das finde ich gut. Wir heilen uns. Und bomben unseren Gegner einfach weg. Kann ja nichts. Schön. Gefällt mir gut, da können wir nochmal einen Windstoß reinjagen. Ah ne, zu weit weg. Oh, da kommt noch einiges mehr. Ich wünschte, Malekith würde landen. Ach du Schande. So viel dazu. Oh, Malekith landet. Schlauer Malekith. Schlauer Malekith. Der andere Drache. So, nächste Explosion. Sehr schön. Oh, irgendwie kann unser Zauber gerade nichts machen. Ah. Gut, und Malekith ist gleich tot. Und wenn Malekith tot ist, ist dann ist normalerweise auch die restliche Armee bald im Eimer. Der kommt auch nicht mehr weg. Können wir uns nochmal heilen. Ziemlich cool. Und den Gegner nochmal wegbomben. Meine Güte. Warum haben die Skaven das nicht benutzt? Dann hätten sie mehr Spaß gehabt, glaube ich. Ich finde das nicht gut, was da gerade passiert ist. Nächste Explosion. Die sehen aus, als möchten sie sterben. Okay, irgendwie Zeit mal meine zahlenmäßige Überlegenheit einzusetzen. Allein schon gegen die Schatten. Die rumnerven. So, der komische Drache ist auch wieder da. Und bam. Oh, Malekith schon wieder da. Ich fände es gut, wenn Malekith das mal lassen würde, die ganze Zeit hier rumzunerven. Schlimm. Oh, die Hochelfen rücken auf die Insel vor. Besiegt sie. Kommt von der anderen Seite. Okay, das war's. Malekith wenigstens tot. Nee. So ein Mist. Nun gut. Begeben sich aufs Feld, mein Herr. Wappnet euch, denn die Kinder Ultuans versuchen, mit der Macht des Mahlstroms ihre Insel vor dem Versinken zu retten. Sie versuchen, ihre Insel vor dem Versinken zu retten? Das hört sich doch gar nicht so schlecht an.
Und ich schätze, wir sind zu mutig, um das zuzulassen. Und wir haben zu viele Explosionen. Auf Lager. Ah, gut ausgewichen. Das ist ganz schön heftig, alle 30 Sekunden den Zauberspruch hier auszuführen. Und uns alle 30 Sekunden unfassbar gut heilen zu können. Kein Wunder, dass wir so eine Chance haben. Okay, ich denke mal, für die zweite Runde kann unsere andere Armee nach vorne. Das Einzige, was mich etwas traurig macht, ist, dass wir nicht in der Lage waren, Malekith zu erledigen. Finde ich schade. Oh, wir können gleich wieder heilen. Und wir können gleich wieder zaubern. Auf diesen Block zum Beispiel. Meine Güte. Diese Schlacht ist nicht so schwierig, wie ich es am Anfang befürchtet habe. Ganz und gar nicht. So. Und wir heilen uns ja die ganze Zeit. Wir killen die ganze Zeit unseren Gegner, ohne dass er was tun kann. Das ist schon echt fies. Und unsere Verteidigung steht schon. Unsere Speerwerfer muss noch nicht mal einen Speer werfen. Und bam! Nochmal fast alles weg. So viele Seelen. Bringt ihm allerdings nicht, wenn er jetzt gleich explodiert. So, beziehungsweise der Generator bringt es schon was. Und? Na komm. Fies. Den nächsten gleich mit dazu. Bam. So viel zur gegnerischen Armee. War's das? Oh, da kommt der Rest. Boah. Treffen tut er hier eh nix. So wie es aussieht. Aber sieht schön aus. Ne? Mir gefällt das sehr gut. Also solche Themenmissionen hätte ich mir gerne noch viel mehr gewünscht. Nur wo stecken wir das rein? Wie wär's hier in dieser Elite? Schwertkämpfer. Ja genau, da rein. Das kommt gut. Ein paar komischen mickrigen Pfeile, die noch übrig sind. Auch gar nichts. Und da ist er ja. Da ist er. Der Hühnerschlingel. Was hat er vor? Vermutlich hat er vor, den Bach runterzugehen. Ja, so sieht's aus. So, rein da.
Und lassen wir irgendwas explodieren. Wie wär's mit den Elite-Kämpfern hier? Die lassen wir explodieren. Bam. Die machen wir nämlich eher Probleme als... Naja, alles. Genau. Wie wäre es mit einem schönen Zauberspruch hier rein? Und die machen wir jetzt auch weg. Hier heilen wir alles. So. Dann ein Feuerball irgendwo hier rein. Bisschen mehr Magie dazu. Nächste Explosion hier, werden sie versuchen anzugreifen. Krokgar macht irgendwie gerade nichts, mir ist nicht klar warum. Aber auf der anderen Seite brauchen wir ihn noch nicht wirklich. Unsere Verluste halten sich in Grenzen. Fast bei null, würde ich behaupten. Hier können wir ein bisschen heilen. Kommt er schon wieder. Das ist ein Job für Krokgar. Oh, nächste Explosion. Hier sieht's gut aus. Wie wär's mit da? Das war ein guter Ort. Und ein bisschen Magie. Ja, leider ein bisschen zu weit vorne abgeprallt. Aber macht nichts. So, rein da. Hauen wir jetzt weg. Diesen ist ganz erledigt. Und das war das GG. Wo ist eigentlich Techless? Dachte, der ist dabei gewesen. Na, da ist er. So. Wow, ich muss sagen, nachdem der Kampf ursprünglich recht schwierig aussah, ist er dann doch, ja, überraschend einfach gewesen. Der Clan stellt sich, oh, die Skaven kommen wieder. Wo kommen sie? Von da. Gehen zum finalen Angriff über, um den Mahlstrom einzunehmen. Alles klar. Alles klar, wir kämpfen weiter. Zuerst sammeln wir alle unsere Truppen, die wir eventuell heilen können, hier. Auf einem glorreichen Haufen. Damit ihr gemeinsam geheilt werden könnt. Während wir anfangen, die Skaven mit Explosionen zu vernichten. Hier zum Beispiel. Sehr schön. Haufen. Heilhaufen nenne ich das. Okay. Viel mehr können wir da jetzt auch nicht heilen. Dann machen wir unsere letzte Formation. Hier stellen wir mal ein paar hin. Je nachdem, wo unser Gegner hingeht. Stellen wir uns entweder rechts oder links auf. Unsere ganzen Monster packen wir mal in eine Gruppe. So. Oh, wir können schon wieder explodieren. Wo explodieren wir? Seuchenschleuder zu explodieren ist immer gut. Oh, die Hellebardiere. Bam. Das waren mal Hellebardiere. Hat es eigentlich besonders viel Hitpoint-Damage gemacht. Das ist ganz schön nervig. Na, es hat auch ganz schön viele Einheiten vernichtet. So.
Wie sieht's aus? Wo kommt er? Links oder rechts? Ich habe das Gefühl, da kommt er von der linken Seite. Deswegen stellen wir uns jetzt da auf. 1, 2, 3, 4, 5. So, ihr kommt hierher. Schwere Regimente auch. Und falls er doch von der anderen Seite kommt, naja, dann gehen wir noch schnell rüber. Ja, das haben wir getan. Ich weiß. Tut mir leid, Skaven. Ihr seid so nett und freundlich und trotzdem werdet ihr zerrissen. Ihr wollt doch nichts anderes außer alles auffressen und alles töten, was nicht Skaven ist. Und selbst das, was ihr Skaven ist, wollt ihr auffressen und töten. Wer kann euch das verdenken? Ich nicht. Ich finde das toll. Nächste Explosion. Was mit euch? Genau, ihr seid besonders gefährlich und deswegen müsst ihr besonders schnell weg. Das war's schon? Episch. Explosion. Und los. So, und einmal einen Windstoß. Und das war's. Oh, da kommen noch mehr Skaven. Naja. Hui. Und Todesläufer. Und viele sind bereits geschattert. Ein paar kommen vielleicht nochmal wieder. Aber ich befürchte, das wird nicht viel sein. Nächste Explosion. Nächste Explosion, nächste tote Skaven. Zeit ist zu beenden. Der Vortex gehört ihm, sagt er. Ich habe das Gefühl, die Schlacht läuft nicht ganz so, wie er das vermutet. Ich befürchte, die Schlacht läuft ganz und gar nicht so, wie er sich das ausmalt. Aber die Skaven sind ja so. Die sind nicht so reflektierend. Die sagen sich, die wollen die Schlacht gewinnen und muss es auch so sein. Das kann nicht anders sein. Ziemlich viel Schaden hier. Auf den armen Saurussen. Aber schon geht's ihm wieder gut. Die sind alle geschattert. Und das war's. Sieg! Der Mahlstrom gehört uns. Huh.
Jetzt bin ich mal gespannt, was wir für ein glorreiches Endvideo sehen. Die Armee der Skaven, Brut des Verrats, flüchtet, quieken vor ihren standhaften Legionen, ihre Pläne gänzlich zunichte gemacht. Das geomantische Netz summt mit Energie, während es den mächtigen Willen des Landmagierpriesters in den großen Mahlstrom leitet. Die große Verzauberung mag vielleicht das Meisterwerk der Elfen sein, doch sind sie nicht dennoch ein Dienervolk? Da ist es... Okay, und jetzt konnte man es nicht weiterlesen. Ah. Schön. Schön gelaufen. Futtern wir sie auf. Unsere 158 Verluste im Vergleich zu 2355. Oh, Wahnsinn. Yay, Endvideo. Oh Gott, banished. Ratspawn cleansed from sacred shores. The vortex is secure. The matrices of the great warden enhanced. But the vortex has new, cold-blooded owners. This was always part of the plan. The mage priests read it in the stars long ago. Now the next stage can begin. Commence the purge. Jetzt kann die nächste Stufe des Plans beginnen. Mit der Säuberung. Das heißt, alles erobern. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt nicht auch noch machen. So, jetzt können wir endlich hier zu Ende lesen, was hier drin steht. Euer Wille hat trotz der Bemühungen eurer Feinde gesiegt und der große Mahlstrom wurde gesichert. Euer Sieg stellt sicher, dass kein Feind je wieder die Großverzauberung bedrohen kann, die die Welt vor den Mächten des Chaos schützt. Sonnt euch im Ruhm, während eure Feinde kauern. Ehre sei dem Sieger. Ihr könnt nun eine neue Kampagne beginnen, vielleicht mit einem neuen Volk, wenn ihr es wünscht, oder auch weiter erobern. Der Mahlstrom macht keine Rolle mehr, bla bla bla. Okay, weiter zu den Aufzeichnungen. Gucken wir uns unsere detaillierte Kampagne an. Na, kann ich sehen. So. Ich hätte das gerne im ganzen Bildschirm. Ereignisverlauf. So sind wir langsam aber sicher. Haben wir uns ausgebreitet. Uns hat gar nicht so viel gehört, um ehrlich zu sein, in dieser ganzen Kampagne. Vor allem die meiste Zeit haben wir irgendwie, so wie es aussieht, uns eher verteidigt. Diese Inseln kann ich nur empfehlen, wenn ihr X-Menschen spielt, nehmt die so schnell wie möglich ein. Geben super viel Geld. Ja, war eigentlich schön, das Ganze. Puh, und was sind die Statistiken? Keine Ahnung, das sagt uns ehrlich gesagt eh nicht so viel. Ganz schön viele versklavte Gefangene, dabei können wir das doch gar nicht machen als Hexenmenschen. Egal, ich dachte, wir hätten die gefressen. Egal. So, und damit ist diese Kampagne zu Ende gegangen. Wir haben alles erobert, naja, wir haben das Wichtigste erobert. Wir haben gewonnen, wir haben den Mahlstrom gerettet und die Warhammer-Welt wurde vor dem Untergang bewahrt. Ich hoffe, euch hat diese Kampagne Spaß gemacht. Schreibt gerne einen Kommentar. Die nächste Kampagne kommt sicherlich. Falls Weihnachten schon war, frohe Weihnachten. Falls noch nicht, auch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Oh, es gibt noch eine Mitwirkende. Da sind sie. Da ist das Creative Assembly Development Team als Bild und alle Leute, die mitgemacht haben. Das sind verdammt viele. Ich würde dir gerne alles vorlesen, aber da sind wir morgen noch da. Ah, so viele Seiten. Vielleicht fängt das auch immer wieder von vorne an. Okay, das ist genug. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Verzeiht bitte mein Nuscheln. Es ist schon spät.